Eins. Ja, willkommen zum Tea Time Talk Tankfest. Danke. Das ist schön. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir den Namen hatten, aber jetzt steht er. Ja, und... Gott, ist das. Ja, wir wollen ein bisschen quatschen über Themen, die wir heute so ein bisschen angeschnitten haben, über Themen, die heute eigentlich relativ breit diskutiert wurden, wo wir so ein bisschen was mitgeteilt bekommen haben innerhalb des Kontributorentages. Und eigentliches Thema bzw. Hauptthema wird sein Mods. Mods, Modifikationen eigentlich. Beziehungsweise allgemein das Thema Mods und Erwartungshaltungen, vielleicht auch allgemein zu World of Tanks, genau. Was da so in Zukunft passieren soll und wird. Ja, damit vielleicht mal kurz zur Erklärung der Situation bezüglich Mods. Genau, also wir haben da ja heute ein bisschen mit dem Florian Mentel gesprochen. Das ist seines Zeichens Head of Community, also wirklich der oberste Chef in Paris sitzend, der für das Thema wirklich alle Communities unter sich vereint, sage ich mal, und dem alles zugetragen wird. Und natürlich ist der Leiter, ja. Genau, natürlich ist der stark in dem Thema Mods involviert. Und das ist auch mittlerweile definitiv ein Thema in Paris geworden. Also das ist wirklich nicht mehr so, wie es vielleicht gefühlt mal war. Das ist ein bisschen, ich will es nicht sagen, verschwiegen wurde, aber es war jetzt auch nicht wirklich ein Thema, was man jetzt ansprechen musste, weil Mods waren halt da, die wurden genutzt. Es gab, und geduldet, ja. Genau, es gab halt gute Mods, es gab schlechte Mods, aber mit dieser Attitüde, dieses alle Mods sind legal, bis auf die den unfairen Vorteil bringen, die sind halt illegal, sind sie bis dato eigentlich so gesehen für sich gut gefahren. Beziehungsweise auch die unterschiedliche Herangehensweise je nach Region. Also ihr kennt das wahrscheinlich alle, hier in Deutschland haben wir einen ziemlich speziellen Ansatz, was Modifikationen anbelangt. Woanders gibt es dann Listen, was verboten ist, was nicht. Und in der EU muss man das sagen, dass wir das in der EU so haben und ja. Dass eben da das Russland natürlich oder C-Server oder US-Server da dementsprechend das für sich so haben, dass die, ja, die haben halt, es gibt halt bei manchen eine Liste, da gibt es Ausdrücke, wo was wirklich erlaubt ist, und das ist halt, soweit ich weiß, in der EU einzigartig, dass es so ist, wie es hier bei uns ist. Ja. Und natürlich mittlerweile ist es auch so bei denen angekommen, dass sie dazu sagen, das passt nicht mehr, das ist irgendwo nicht mehr zeitgemäß. Einfach weil zu viele Sachen vorfallen, und eben auch, kann man ja hier in dem Fall bei dem Video sagen, wo es ja uns beide in Anführungszeichen betrifft, da ich mit dir reden darf, weil du ja da direkt davon betroffen warst, und wurde es ja auch da kurz heute zumindest mal in die Richtung gedeutet, dass du gebannt worden bist, weil er gesagt hat, wurde sogar ein Kontributor ist direkt von dem Thema Mods betroffen gewesen. Genau. Ich hatte ja eingehend schon mal gesagt, das habe ich auf Twitch gesagt, das hatte ich in meinem Statement gesagt und auch allgemein auf YouTube, dass ich das Thema auf YouTube zumindest oder im Internet nicht allzu sehr breit treten möchte. Ich bin da nicht so der extrem offensive Typ. Das kann ich ja ganz offen sagen, Rummel ist ja da sehr aktiv in die Richtung. Sollte vielen von euch auch bekannt sein, dass er sich da sehr engagiert. Was man aber sagen muss, was ich meines Erachtens auch nicht schlecht finde, man darf das vielleicht nicht übertreiben, aber dass man das ein bisschen größer macht, glaube ich, war nicht ganz verkehrt. Ja, ist jetzt von mir auch völlig wertungsfrei. Ich meine nur, dass meine Herangehensweise da in die Richtung ein bisschen anders war. Ich hatte von vornherein gesagt, dass ich versuchen möchte, das im persönlichen Gespräch bzw. an sich im Gespräch und in der Diskussion vielleicht ein bisschen voranzutreiben und vielleicht ein bisschen konstruktiver mit umzugehen, und hatte auch mit Florian eingangs, als das Ganze passiert ist, regen Kontakt gehabt, dann mit ihm darüber geschrieben gehabt und so weiter und so fort. Und heute, als das Thema aufkam, habe ich auch noch ein paar Sachen dazu gesagt, hoffe, dass da vielleicht ein bisschen drauf geachtet wird. Denn im Prinzip wurde eigentlich gesagt, dass, das hast du ja schon erwähnt, dass damit umgegangen wird, dass da eine Menge passieren wird. Es wurden verschiedene Szenarien aufgezählt, wie es sein kann. Viele Szenarien sind euch wahrscheinlich schon bekannt. Also es gab ja dieses Gerücht von wegen Keying, dass Mods nur zugelassen werden, wenn sie irgendwie einen bestimmten Code-Schnipsel drin haben. Da gab es eine ganze Menge Herangehensweisen, wie das vonstatten gehen vielleicht kann. Vielleicht sollten wir Überlegungen aber auch ein bisschen nochmal darauf eingehen, weil ich glaube, das ist gerade spannend, was es da für Überlegungen gibt. Hat mich auch nämlich persönlich da interessiert. Eine fand ich nämlich eine sehr gute
Art und Weise. Also A, das eine ist ja mittlerweile schon bekannt, dass viele verschiedene Mods, die gut sind, auch ins Spiel übernommen werden. Da sei jetzt nochmal gesagt, das Thema Minimaps, da sei dieser der Kartenkreis, Zoom da in sei gerade, Zoom-In, ja. da ist ja wirklich vieles am Laufen. Und das soll peu à peu weitergeführt werden und eben gerade für Modifikationen arbeiten sie jetzt schon mit gewissen Mod-Erstellern auch zusammen. Also das ist jetzt auch schon ein Thema, dass sie eben jetzt nicht noch wirklich weit wegschieben, sondern sie haben jetzt sich schon mit Mod-Erstellern zusammengesetzt und da schon die ersten Gespräche geführt. Und außerdem, was zum Beispiel, um da jetzt ein bisschen konkreter zu werden, was vorstellbar ist, zum Beispiel eine Art wie bei einem Apple Store zu machen. Apple macht es ja so für seine Apps, wenn man da eine entwickelt, dann muss man dieses erstmal an Apple schicken. Ja. Die überprüfen das Ganze dann und wenn sie sagen, okay, das ist cool, das passt, dann geht es in den Apple Store. Wenn sie sagen, geht nicht in den Apple Store, dann ist das Thema durch. Und sowas zum Beispiel wäre eine etwaige Lösung von Wargaming zu dem Thema. Genau. Und vieles drehte sich eben um diese ganze Applikationslösung, die ja dann doch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Also ihr müsst euch da bewusst sein, dass es nicht einfach nur zwei Code-Schnipsel sind, die irgendwo eingefügt werden, sondern da muss schon ein bisschen was getan werden. Und mir war dann insbesondere wichtig, ich hoffe, dass da vielleicht auch was in die Richtung passiert. Das ist leider bei so einem Events immer, gerade wenn man in so großem Publikum spricht, immer in der Fall, dass das Feedback und so weiter zwar aufgenommen wird, man weiß aber nicht zu 100%, was damit jetzt passiert oder ob das so ernst genommen wird oder nicht, wie das halt leider manchmal so ist. Wobei, man muss auch dazu sagen, also es gab auch eben die Frage, wann, wie, wo damit gerechnet werden kann, dass man das spürbar was verändert bekommt. Und die optimistische Hoffnung von Florian war, dass man vielleicht bis Ende des Jahres, und was ja dann so gesehen ja doch nur noch 5 Monate sind, ja. Dass man vielleicht bis Ende des Jahres schon die ersten Resultate bzw. auch Umsetzungen davon sieht. Also 5 Monate hört sich in erster Instanz viel an, ist es aber gar nicht mehr so. Also deswegen, es könnte vielleicht doch schneller was passieren, als wir hoffen, dass wir vermuten, also von dem her... Ja, also ich bin da, ehrlich gesagt, bin ich da, was das anbelangt, auch guter Dinger, aber ich hatte dann nochmal gefragt, was denn jetzt auf kurzer Sicht passieren wird, weil wir ja wirklich aktuell eine sehr heikle Situation innerhalb der deutschen Community haben. Das wissen vermutlich wir YouTuber und Twitcher besser wie kaum andere, weil wir das unter unseren Videos tagtäglich eigentlich lesen müssen. Also es geht ja beispielsweise auch um Aim Assist Plus oder sonst was. Da wird dann immer wieder vorgeworfen, dass User XY beispielsweise so eine Mods benutzt. Und aktuell haben wir keine klare Richtlinie oder keine klare Linie, was wann irgendwie wie erlaubt ist. Also es gibt widersprüchliche Statements und so weiter und so fort und das habe ich auch gesagt. Dass ich mir da wünschen würde, dass die Transparenz jetzt unmittelbar oder in nächster Zeit da auf jeden Fall steigt, dass wir klare Statements haben, klare Linien gefahren werden und keine widersprüchlichen Statements in Zukunft dann da passieren. Und da hat er im Prinzip aber auch eine relativ positive Antwort gegeben und gesagt, ja, er ist ja schon der Erwartung, dass in den nächsten, oder dass jetzt quasi ad hoc, seit das Thema stärker angegangen wird, von der Kommunikation her, dass ein bisschen deutlicher durchgezogen wird, dass eine klare Linie gefunden werden wird. Sagt aber allerdings auch, und das müssen wir uns auch, da müssen wir uns auch bewusst drüber sein, dass es durchaus immer mal passieren kann, dass unterschiedliche Regionen anders agieren. Das passiert halt einfach, weil es ist nun mal so, dass das Wargaming oder World of Tanks Universum kein einzelnes ist, sondern wir haben verschiedene Regionen, die eben verschieden gemanagt werden und unter verschiedenen Standpunkten eben auch administriert werden. Und da kann es durchaus mal passieren, dass vielleicht etwas nicht ganz so zu 100% übereinstimmt, geäußert wird. So, ich glaube, wir sollten das ja weiterhin so gesehen informativ halten und ich gerade denke, ein XVM ist auch weiterhin ein heißes Thema. Überhaupt in der Community, bei euch, manche lieben es, manche hassen es. Da kann man vielleicht Quickie Baby mal ein bisschen heute auch mal beleuchten. Quickie Baby ist ein großer Verfechter von XVM, dem wiederum aber scheinbar das nicht darum geht, dass man damit Spieler als gut oder schlecht deklariert, sondern hat er erklärt wie ein Puzzle, hat er das gesagt. Und das rundet für ihn das ganze Spielerlebnis positiv ab. Ja, wie ein Puzzle, weil er sich, je nachdem wie das Team zusammengewürfelt wird, je nachdem wie die Teamkonstellation ist, betrachtet er XVM und kann sein Spiel dahingehend anpassen. Also er
Und das wollte ich eigentlich nochmal sagen innerhalb des Meetings, aber die Zeit war zu dem Zeitpunkt leider schon relativ knapp. Das Problem, was ich dahingehend sehe, ist, dass er, hat es ja schon zugegeben, dass XVM einen unfassbar großen Impact auf sein Spiel hat. Ja. Also es ist eine Modifikation, die, das hat er auch gesagt, ihm zwar Benefit bringt, also sie bringt ihm etwas, dass er sie nutzt, sie bringt ihm Spielspaß, weil er es irgendwie in einem Puzzle sieht, aber allein die Tatsache, dass er diese Mod benutzt, das verändert sein komplettes Verhalten innerhalb des Spiels. Und das ist meines Erachtens genau das große Problem, was XVM hat. Richtig. Dass man einfach, also XVM ist jetzt per se nicht so ein großer Vorteil wie Warpack, ganz banal, oder eine Laserpointer-Mod oder sonstiges. Aber es ist definitiv so, dass das von jedem Spieler den, meines Erachtens das Verhalten ändert. Wenn ich jetzt in der Arti sitze, dann fokussiere ich in der Regel erstmal den raus, der mir persönlich irgendwo gefährlich werden kann. Also nehme ich da den grünen, blauen, lilanen Spieler raus. Wenn ich jetzt mit einem Heavy dastehe und ich weiß, da hinten sitzt ein roter Spieler, dann kann ich eher mal auf den drauffahren und vielleicht mal gewissermaßen mit Taktiken den angehen, die er selber gar nicht kennt oder anwendet, als mit einem Spieler, der auch lila ist. Und das ist für mich eben schon ein starker Vorteil. Ja. Das ist definitiv kein Cheat, aber es ist ein Vorteil. Und wenn man es wiederum noch in diese Argumentation, die Wargaming hat, eine Modifikation oder ist illegal, wenn sie einen unfairen Vorteil bringt. Und fair ist dieser Vorteil so gesehen nicht mehr, weil, und das auch wieder ein Thema war, es gibt natürlich viele Leute, die unbedarft Modifikationen nutzen, weil sie einfach zum Beispiel YouTuber kennen und sagen, ich will das Gleiche. Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr, die Vanilla spielen, weil sie einfach sagen, sie haben Bock auf das Spiel, sie finden das Spiel gut, aber sich ansonsten, sie gehen nicht ins Forum, sie schauen keine YouTuber, denen ist es halt das Spiel des Spiels halt wichtig. Und natürlich haben die genau dann diesen Nachteil. Genau. Und um nochmal kurz bei XVM zu bleiben, fand ich die Reaktion von Wargaming ganz interessant. Also es wird natürlich auch alles beleuchtet, was das anbelangt. Leider haben sie keine klaren Fakten oder Daten. Allerdings ist beispielsweise auch der Vorschlag aufgekommen, das war glaube ich sogar von Sir Nossi, von Sir Nossi war das, dass man bei World of Warships ja die Statistiken ausblenden kann. Das heißt, man kann seine Statistiken quasi verschließen. Und sowas wäre für World of Tanks wunderbar, weil dann hätte jeder die Wahl, ob er seine Statistiken anzeigt oder nicht. Mhm. Und im Umkehrschluss könnte man dann sagen, ja, wenn ich meine Statistiken nicht anzeige, keine Ahnung, dann kann ich halt diese Statistiken auch nicht nutzen, weil wenn ich das nicht preisgebe, warum soll ich dann einen Vorteil daraus ziehen, dass ich das von anderen bekomme oder so. Dann hätte jeder Spieler für sich selbst die Möglichkeit zu entscheiden, ob oder ob nicht. Was ich da wieder ein bisschen heikel finde, ist eben diese Spielergruppe, die du schon gerade benannt hast, von Spielern, die einfach nur spielen um des Spieles Willens und sich darum nicht kümmern, weil die würden dann trotzdem immer noch entblößt sein, sag ich mal. Genau, das ist ja, ist ein heikles Thema. Man kann doch auch vielleicht sagen, diejenigen Spieler, die sich dann bewusst oder die bewusst ihre Stats verstecken, sind somit auch wieder kurios, weil ein schlechter Spieler, der das System sozusagen gar nicht kennt, der wird seine Stats nicht verstecken. Also wird es in der Umkehrschluss wahrscheinlich auch wieder zum Gleichen führen, nur dass ich es nicht mehr so direkt sehe. Aber da ist natürlich, hat Wargaming auch dazu geantwortet und hat gesagt, dass es bei World of Tanks nicht so leicht ist, einfach mal so einen Hebel umzulegen und schon hat man das System, sondern das Problem ist, dass World of Tanks für sich einen sehr alten Code hat. Und dieser alte Code, wie es so verschachtelt teilweise ist, dass es die Problematik wirklich sein kann, wenn ich jetzt irgendwas daran ändere und das nicht nur einfach eine Codezeile, sondern schon deutlich mehr, dass die aber das Spiel oder diesen ganzen Code so instabil bzw. so kaputt machen könnte, dass man damit so viele Sachen wieder vermasselt, sage ich mal ganz salopp, um das Spiel zu verkacken. Ja. Und das ist natürlich wiederum ein Thema des Spiels und natürlich des Netzcodes und der alten Engine und allem drum und dran, was da so dran hängt bei einem Spiel, was mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja, ganz gut fand ich die Aussage dann, dass man, egal was man macht oder egal wie World of Tanks da agiert oder auch bei Mods, die sie implementieren, oder auch jetzt bei der ganzen Mod-Thematik, was da reinkommt, es wird immer Leute geben, die das nicht so gut finden und es wird immer Leute geben, die das gut finden und so kann man es eigentlich auch dabei belassen bzw. darlegen. Das ist bei XVM wahrscheinlich genau das gleiche Thema. Es ist eine Streitfrage, es ist eine Geschmackssache und ich glaube, es hängt von jedem persönlich ab. Ich persönlich würde es gut finden, wenn man trotzdem die Wahl hätte, was das anbelangt, gerade bei XVM. Also wenn jeder Spieler für sich selber das entscheiden könnte, ich weiß nicht. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt, wie ihr das finden würdet. Würdet ihr es gut finden, wenn ihr da selber die Wahl hättet?
Würdet ihr es besser finden, wenn das alles stringenter von Wargaming vorgegeben wird, oder soll es quasi so offen sein, wie es aktuell eigentlich der Fall ist? Denn ja, wir haben aktuell ein extrem offenes System, was Modifikationen anbelangt. Ja. Und vielleicht eine ganz letzte Schlussanekdote nochmal zu X4M, was ich sehr interessant fand, so als Gedankenanregung, was Ekta gesagt hat, der leider scheidende, also der verlässt Wargaming Community Manager aus England, ne? Englisch. Der hat gesagt, wenn man mal E-Sport-Games auch betrachtet oder allgemein sehr populäre Games, Counter-Strike beispielsweise, und was es da nicht alles gibt, dort, oder League of Legends auch, Counter-Strike, League of Legends, ne, bei allen, man hat nicht die Möglichkeit, live im Spiel seinen Gegner so zu durchleuchten und so zu wissen und zu, sofort zu erahnen, wie gut ein Spieler sein kann, wie es in World of Tanks der Fall ist. Ja. Das geht nur im Nachhinein. Und zwar nur anhand von irgendwelchen recordeten Statistiken, also Pass, Progress oder so, aber es geht nicht live im Spiel. Man kann nicht sein Spiel darauf einstellen, wie gut ist jemand beispielsweise in League of Legends mit einer Lux in der Mitte. Das weiß man dort einfach nicht. Genau. Punkto. Ja, ja, ich glaube, das Thema X4M ist damit auch zumindest mal euch so ein bisschen beleuchtet, was auch der Wargaming denkt. Ich würde vielleicht noch das nächste Thema aufgreifen, und zwar mal Spielverbesserung. Jetzt nicht nur das Thema böse Mods und alles drum und dran. Danke. Das böse Mods und alles drum und dran, sondern auch Thema Spielverbesserung. Und da ging es um das Thema Grafik auch. Und was eben. Ja, bitte. Sehr gerne. Bis zum Rand. Habe ich gut gemacht, muss ich sagen. Ich brauche einen Zucker. Dann kannst du mir bitte Milch reichen und auch ein Zuckerchen. Milch und Zuckerchen, natürlich. Kommt in den Outtake. Nein, ich lasse das drin. Im Spielfahrtverbesserung und auch Grafikverbesserung. Weil Grafik ist natürlich ein Thema, da brauchen wir nicht drüber reden, dass World of Tanks jetzt keine Sahneschnitte unter den Grafikperlen mehr ist. Die HD-Panzer sind super schön, brauchen wir, das ist glaube ich unbestritten. Das heißt, ein Armored Warfare muss sich meines Erachtens da teilweise noch hinten anstellen, obwohl sie die beste Engine haben, Entschuldigung. Aber ist einfach nicht so prickelnd wie World of Tanks mit seinen, die Panzer sind super schön. Die HD-Modelle sehen schon echt gut aus. Und jetzt sind sie natürlich so langsam, sie machen ja sehr, sehr viel, sehr schnell HD-Panzer, und natürlich sind sie jetzt langsam auch bald durch. Und diese Ressourcen, die da jetzt frei werden, weil auch da, sie sagen, natürlich haben sie auch eine gewisse Kapazität an Ressourcen und haben jetzt nicht da 35 Milliarden Designer, die das alles mal schnell eben einfach ummachen und schon ist es fertig. Also diese Designer, die dann da frei werden, die sollen dann sich jetzt langsam mal an das Thema Texturen wagen. Also und eben Gebäude. Genau, also das meine ich. Ja. Die meine ich mit Texturen. Also dass eben auch jetzt mal die Gebäude, die gefühlt seit, die schauen aus wie aus den 90ern. Also vor allem immer wieder ähnliche Texturen und gleiche Texturen. Also dass da natürlich auch hier, wir reden nichts von kurzfristigen, aber von mittellangfristigen, dass wir auch da hoffentlich mal langsam. Die Engine ist eh jetzt in der Version 3.0, wir haben mittlerweile DirectX 11 Unterstützung, und dass da jetzt auch langsam die ersten Verbesserungen auch hier dann ersichtlich werden. Genau, also das mit dem Upgrade, das haben manche, wie gesagt, durch DirectX 11 mitbekommen. Das war aber wirklich ein größerer Update der Engine an sich, der für uns gar nicht so bemerkbar war, bis auf DirectX 11. Im Hintergrund ist aber eine ganze Menge mehr noch passiert, was noch nicht so wirklich aktiv drin ist. Also bisher waren nur die Performance-Verbesserungen eigentlich da und spürbar. Aber ja, das soll jetzt auf jeden Fall ein besseres sogenanntes Scaling dann auch geben. Und wird auf jeden Fall interessant, ist ein schöner Ausblick. Bin mal gespannt, inwiefern sich das dann auch ein bisschen, was ja viele sich wünschen, an die Konsolenversion angleicht. Wobei ich bei der Konsolenversion bei mancherlei, manche Sachen ein bisschen sehr bunt finde. Ich persönlich bin da nicht der Riesenfreund von. Aber was mir da sehr, sehr gut gefällt, sind die Wettereffekte und diese Appelleffekte und Staubeffekte. Also grafisch finde ich die Konsolenversion bei weitem überlegen. Ja, das muss auf man jeden ganz Fall. Klar einfach so sagen muss. Meine Meinung ist einfach so, ist halt auch einfach eine neue Entwicklung. Das ist jetzt nicht einfach World of Tanks genommen und man hat es einfach auf die Konsole portiert, sondern es ist ein neues Spiel gewesen. Was ich aber auch gut finde. Ja, der muss man ja auch machen, weil sonst wäre man einfach, ganz ehrlich, sonst wäre das kein Erfolg gewesen. Okay, ja. Und auch da ist es so, auch das ging auch zum Thema Matchmaker, auch weil das Thema Konsolenversion also nicht Matchmaker für den Matchmaker selber, skillbasiert, und kam auch mal ganz kurz auf, auf was ich jetzt raus will, ist das Thema, genau, die Map Rotation. Dass das bei der Konsole eben so ist, dass man nicht 3-4 Mal hintereinander Himmelsdorf oder Ruinberg spielt oder Himmelsdorf und Winterdorf und was weiß ich, sondern dass man wirklich
verschiedene Maps hintereinander spielt und nicht dieses immer gleiche Würggefühl bei dem dritten Mal Himmelsdorf hat, weil man seine Artemis-Mission spielt. Da gingen sie heute gar nicht so sehr drauf ein, muss ich leider gestehen, wie sie da arbeiten. Ich hatte ja aber vor nicht allzu langer Zeit das Vergnügen, dass ich in Warschau war. Und da habe ich mit Maxim Chudinov gesprochen, seines Zeichens, ich glaube auch nicht Product Specialist, aber auch Product Developer, also auch irgendein Entwickler, sage ich mal. Und mit dem habe ich das Thema gesprochen. Heute war das so, ja, wir kennen es, aber so wirklich was gesagt worden ist meines Erachtens nicht. Wie gesagt, in dem Gespräch war es aber damals so, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, es sind ja 2 Monate erst, da wurde dazu gesagt, dass denen das Problem auch bekannt ist und dass sie dran arbeiten. Also das ist nicht so wie heute, weil wie gesagt, das war heute leider so ein bisschen, ja, okay. Sondern das ist, ja, und da war es eben so, das Problem ist bekannt und die arbeiten dran und sie wollen auch das Thema verbessern, dass man eben nicht mehr dieses hat. Dass man mal auf eine gleiche Map danach kommt, okay, kann passieren, aber aktuell ist es ja eben so, und das finde ich die Hauptproblematik, in einer Spielsession hat man gefühlt 4-5 Karten und das war's. Ja. Und World of Tanks hat 40-50 Karten, also die Kartenanzahl ist eigentlich pervers hoch und ja, das soll irgendwann, hoffe ich, schneller natürlich als später da verändert werden, dass man wieder die ganze Map-Breite sehen kann. Ja, gut. Waren auf jeden Fall eine ganze Menge interessanter Themen dabei. Für mich persönlich wesentlich mehr auf das Produkt World of Tanks an sich orientiert als letztes Jahr. Ich fand das wesentlich konstruktiver, muss ich sagen, den diesjährigen Kontributorentag. Letztes Jahr war das ein bisschen mehr, ja, eigentlich Selbstbeweihräucherung, würde ich sagen. Dieses Jahr war es ein bisschen mehr straightforward, ein bisschen mehr wirklich um das Produkt an sich, das voranzubringen. Finde ich also eine extrem gute Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr war es ja das erste Mal Tankfest an sich für Wargaming dann an sich, beziehungsweise für Wargaming mit den Kontributoren. Genau, also Kontributoren, dass sie so eingeladen haben. Genau, dass sie Kontributoren eingeladen haben. Tankfest machen sie ja schon ein bisschen länger, aber zum ersten Mal, dass sie so Kontributoren und so weiter eingeladen haben. Und dieses Jahr haben sie das alles ein bisschen mehr geordnet. Es wurde auch noch gesagt, was ich ganz interessant fand, was vielleicht auch dahingehend, beziehungsweise was vielleicht auch der Grund ist, warum das so ist, dass sich so ein bisschen die Firmenstruktur aktuell ändert. Also Wargaming an sich wächst, liegt auch daran, dass die Spieler aktuell sehr erfolgreich sind. Ja. Bin mal gespannt, was da noch so passiert. Ich fand es auf jeden Fall sehr konstruktiv und hat mir gut gefallen. Ich denke auch, es war auch für mich ein sehr, sehr guter Tag. Die Themen waren gut. Also es gibt, so gesehen, wir haben ja das Resümee schon mal alles gezogen, deswegen will ich jetzt eigentlich gar nicht so resümieren. Auf jeden Fall, ja. Aber es war ein konstruktiver Tag definitiv und ja, macht Lust auf mehr die nächsten Wochen und Monate. Und dass sie teilweise sehr, sehr gute Verbesserungen bringen, haben sie auch zuletzt gezeigt. Damit sei die Sounds mögen jemand gefallen oder nicht, das ist meines Erachtens Geschmackssache, aber sie werden auf jeden Fall verändert. Oder wurden verändert. Der Patch mit der Physics war natürlich essentiell unterschiedlich. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl seitdem. Bei Warships machen die Patches sehr, sehr viel neu und sehr viel. Also für mich sind die Patches ein sehr guter Indikator, wie sich das Spiel und die Spielwelt gerade entwickeln. Und das machen sie in allen Spielen, die ich gerne habe, sehr gut. Also sie bringen sehr viel Content und es ist nicht nur noch HD-Panzer, wie es gefühlt eine Zeit lang war. Ja, die Herangehensweise ist mittlerweile eine neue. Und sie ziehen das jetzt auch knallhart durch. Also sie wagen einfach mehr, was ich gut finde. So, das kann man eigentlich schon so sagen. Und jetzt auch, dass endlich mal das Mod-Thema angegangen wird, was ja mega lange brach lag und so weiter. Also ja, ich bin guter Dinge. Normalerweise war das immer so, wenn wir darüber geredet haben, an irgendeinem Event, dass da tatsächlich auch was passiert. Also normalerweise ist Wargaming immer so, dass sie lange brauchen, bis sie uns irgendwas erzählen. Wenn sie uns dann aber was erzählen, dann ist da was in der Pipeline. Von daher bin ich da optimistisch. Ja, ich würde sagen, auf ein Stößchen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Drei, zwei, eins. Zur Tea Time. Tea Time. Zur Tea Time. Könnte man so glatt so das Video nennen. So einem kleinen Talk hier in. Der Tea Time Talk. Der Tea Time Talk. TTT. Bovington. Ja, aber egal, ich bin immer so. Entschuldigung, aber ich bin ja halb am Tisch dran. Tea Time Talk. Tea Time Talk zum Tankfest. So. Willkommen zum Tea Time Talk zum Tankfest. Tea Time Talk Tankfest. Zum Tankfest, weil
Sonst machst du ein ZT. Hallo und herzlich willkommen zum Tea Time Talk zum Tankfest. Nein, Tea Time Talk Tankfest. Also herzlich willkommen zum Talk. Alter, wie kannst du denn das jedes Mal machen? Mit Tee angestoßen. Ja. Leer.